Herzlich willkommen zu den theoretischen Schulungsinhalten für Brandschutzhelfer und Brandschutzhelferinnen. Teil 2. Dieses Angebot ist rein subjektiv, keine Rechtsberatung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die zugehörigen Gesetzestexte und Unfallverhütungsvorschriften oder fragen Ihre bestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Ihren bestellten Betriebsarzt. Zweitens. Betriebliche Brandschutzorganisation. Brandschutzordnung des Betriebes nach DIN 14096 2014-05. Brandschutzordnung. Regeln für das Erstellen und das Aushängen. Alarmierungswege und Mittel. Betriebsspezifische Brandschutzeinrichtungen. Sicherstellung des eigenen Fluchtweges. Sicherheitskennzeichnung nach ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung. Die Brandschutzordnung besteht aus drei Teilen: A, B und C. A richtet sich an alle Personen, B an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und C an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit besonderen Aufgaben im Brandschutz. Der Teil A der Brandschutzordnung wird gut sichtbar ausgehangen, da er sich an alle Personen richtet. Er ist bekannt als die Seite mit dem roten Rand. Wenn keine manuellen Feuermelder vorhanden sind, wird dieser Teil aus der Brandschutzordnung A gestrichen. Wenn die Feuermelder blau sind, gibt es keine direkte Mitteilung an die Feuerwehr, sondern an eine interne Stelle. Im Zweifelsfall ist dann die 112 anzurufen. Der Teil B wird allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Dies kann in Papierform oder auch digital geschehen. Im Teil B werden betriebsinterne Regelungen aufgeführt. Daher wird er nicht öffentlich ausgehangen. Beispielsweise enthält er Regelungen zur Prüfung der Anwesenheit an Sammelplätzen oder zu automatischen Löschanlagen. Es geht um Dinge, die alle Beschäftigten wissen müssen, auch Ehrenamtliche. Der Teil C wird darüber hinaus den Mitarbeitern mit besonderen Aufgaben im Brandschutz ausgehändigt. Dies sind zum Beispiel Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer und der Sprinklerwart. Außerdem können auch Hausmeister und Pförtner besondere Aufgaben im Brandfall haben, da sie Kenntnisse über das Betriebsgelände oder auch Schlüssel für bestimmte Betriebsbereiche haben können. Die Beschäftigten und gegebenenfalls andere Personen, wie zum Beispiel Besucher, müssen im Brandfall so früh wie möglich gewarnt und aufgefordert werden, Gebäude oder die vom Brand betroffenen Bereiche zu verlassen. Die Feuerwehr und gegebenenfalls weitere Rettungskräfte müssen benachrichtigt werden können, um den betroffenen Standort anzusteuern, Personen zu retten und Feuer zu löschen. Wer und was meldet Brände? Personen und Brandmelder. Brandmelder sind technische Geräte, die Brände frühzeitig detektieren und einen Alarm auslösen. Je eher ein Brand erkannt wird, umso eher können betroffene Gebäudeteile bzw. ganze Gebäude geräumt und der Brand gelöscht werden. Es gibt automatische und nicht automatische Brandmelder. Automatische Brandmelder detektieren einen Brand anhand von Rauch, einer bestimmten Temperatur, einer Flamme und so weiter. Nicht automatische Brandmelder müssen von Hand betätigt werden und werden oft auch als Handfeuermelder oder Handdruckmelder bezeichnet. Der Alarm soll anwesende Personen warnen und Hilfe herbeirufen. Gerufen wird meist die kommunale Feuerwehr, aber auch eine vorhandene Werksfeuerwehr. Ein Sicherheitsdienst oder andere örtliche Einsatzkräfte stellen erste Möglichkeiten dar. Brandmeldeanlagen alarmieren mit Sprachansagen oder Sirenen, Hupen oder weiteren Warnsignalen, die bei anwesenden Taubstummen auch visuell sein sollten. Mittels Telefonanlagen, Megafon, Handsirenen oder Hausalarmanlagen können ebenfalls Menschen alarmiert werden. Außerdem können Personen oder personenbezogene Warneinrichtungen im Brandfall warnen. Technische Maßnahmen sind vorrangig vor personenbezogenen Maßnahmen umzusetzen. Dabei sind automatische Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen gegenüber nicht automatischen Möglichkeiten vorzuziehen. Diese Methodik kennen wir von der Maßnahmenhierarchie von Gefährdungsbeurteilungen, die dem TOP-Prinzip folgen. Tatsächlich wird auch bezüglich möglicher Brände mittels der Gefährdungsbeurteilung beurteilt, ob bzw. welche Alarmierungsanlagen notwendig sind.
Wenn die Bereiche weitläufig und unübersichtlich sind, kann es möglich sein, dass einzelne Personen nicht gewarnt werden oder den Alarm nicht wahrgenommen haben. Für diese Fälle müssen weitere Maßnahmen getroffen werden, damit tatsächlich alle Personen den alarmierten Bereich verlassen. Gegebenenfalls sind technische Alarmierungseinrichtungen zu erweitern und zu durchsuchende Zonen für Evakuierungshelfer festzulegen, damit alle Personen gefunden werden und den Bereich verlassen. Räumungsübungen sind regelmäßig durchzuführen. Bei vielen Betrieben geschieht dies jährlich. Bei anderen mag eine jährliche Übung nicht ausreichen. Betriebsspezifische Brandschutzeinrichtungen. Wenn bestimmte Brandgefährdungen zu erwarten sind bzw. festgestellt wurden, dann sind entsprechende Brandschutzeinrichtungen sinnvoll oder vielleicht sogar vorgeschrieben. Anhand der zu erwartenden Brandgefährdungen werden die Brandklassen ermittelt. Anhand der Brandklassen werden die geeigneten Feuerlöscher, Wandhydranten usw. ausgewählt. Weiterhin wird die Anzahl der Löschmittel gemäß der ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände ausgelegt und nach Bedarf ergänzt, zum Beispiel um einen CO2-Löscher vor einem Serverraum. Außerdem können Brandmelder, Brandschutztore, Brandschutztüren, Rauchwärmeabzugsanlagen oder sogar automatische Löschanlagen erforderlich sein. Dies ist im Einzelfall zu klären. Die betriebsspezifischen Brandgefahren müssen den Brandschutzhelfern mitgeteilt werden. Dies dient der Vorbereitung für den Ernstfall. Sicherstellung des eigenen Fluchtweges. Um den eigenen Fluchtweg sicherzustellen, gibt es einige einfache und effektive Grundsätze. Erstens, Fluchtwege müssen ersichtlich sein. Fluchtwegzeichen weisen den Weg. Fluchtpläne sind hilfreich und in manchen Bereichen vorgeschrieben. Zweitens, Fluchtwege sind stets freizuhalten. Kein Abstellen von Gegenständen in Fluchtwegen. Drittens, Türen sollten in Fluchtrichtung öffnen. So fließt der Strom der Flüchtenden nach draußen und wird nicht, wie Wasser, an einem Rückschlagventil gestoppt. Viertens, Türen müssen während der Anwesenheit von Menschen zu öffnen sein. Panikschlösser öffnen in Fluchtrichtung, wenn die Tür abgeschlossen ist, aber nicht entgegen der Fluchtrichtung. Fünftens, alle Personen sammeln sich am Sammelplatz, um die Vollzähligkeit zu überprüfen. Sind alle draußen, beginnt die Feuerwehr mit dem Löschangriff. Werden noch Personen vermisst, konzentriert sich die Feuerwehr auf die Menschenrettung. Sicherheitskennzeichnung nach ASR 1.3, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung. Gemäß der ASR 1.3, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, werden diverse Beschilderungen für den Notfall, Gebote, Verbote sowie Warnhinweise vereinheitlicht dargestellt. Oben links, Sammelplatz. Hier versammeln sich alle Mitarbeitenden, Auszubildenden, Praktikanten, Werkstudenten und Ehrenamtlichen, um die Vollzähligkeit festzustellen. Rechts davon Notausstieg mit Leiter und Notausstieg. Ein Notausstieg ist ein zweiter Fluchtweg durch ein dafür bestimmtes Fenster. Unter dem Sammelplatzschild befinden sich zwei Fluchtwegpiktogramme und ein Richtungspfeil. Die Fluchtwegpiktogramme weisen den Weg in die Richtung des Weges, in den nächsten Brandabschnitt oder nach draußen. Der Richtungspfeil in grün zeigt Richtungen für Fluchtwege und andere grüne Beschilderungen an. Außerdem gibt es rote Richtungspfeile für Brandschutzbeschilderung. In der jeweiligen Richtung liegt etwas, das durch ein weiteres Symbol bezeichnet wird. Bei den Brandschutzeinrichtungen kann dies zum Beispiel ein Feuerlöscher sein. Brandschutzkennzeichnung. Oben links Feuerlöscher. Hier befindet sich ein Feuerlöscher. Rechts davon Handdruckmelder bzw. manueller Feuermelder. Darunter ein Brandschutztelefon. Gemäß den Schildern sind hier Möglichkeiten vorhanden, um die Feuerwehr zu rufen bzw. anzurufen. Wenn der Handdruckmelder in einem blau umrandeten Kasten ist, dann bleibt der Alarm hausintern und wird zum Beispiel zum Empfang geleitet. Die Feuerwehr muss dann gesondert benachrichtigt werden. Unten links Wandhydrant. Unten Mitte Feuerleiter. Unten rechts Mittel für die Brandbekämpfung. Oben links offenes Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. Oben rechts Rauchen verboten. Unten links Aufzug im Brandfall nicht verwenden. Unten rechts nicht mit Wasser löschen. Warnhinweise. Oben links Warnung vor brennbaren Stoffen. Oben rechts Warnung vor brandfördernden Stoffen. Unten links Warnung vor Gasflaschen. Unten rechts Warnung vor explosiver Atmosphäre. Weitere Symbole finden sich in der ASR A1.3.
Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg im Ehrenamt.